Extra 3 der einzigen Satire-Sendung. Oder auch Extra 3, die einzige Krankenkasse, die wirklich alle aufnimmt, die bei der City BKK rausgeflogen sind. Da sind sie alle. Herzlich willkommen heute Abend. Ja. So, Mann, Mann, Mann. Was wurde hier in Deutschland nicht schon alles in Castingshows gesucht? Superstars, Supertalente, Topmodels, Musicaldarsteller, Köche und alles bislang ohne Erfolg. Jetzt hat der Castingwahn sogar die Politik erreicht. In Husum läuft nämlich gerade die Aktion Husum sucht den Bürgermeister. Ja, kein Quatsch. Also da wird wirklich der neue Bürgermeister per Casting gesucht. Martina Hausschild mit dem ganz realen Irrsinn aus Norddeutschland. Husum sucht den Bürgermeister. Na, eigentlich sucht ihn ja die örtliche Wirtschaft. Herr Singelmann ist beim Wirtschaftskreis Husum und Geschäftsführer bei einem Baumarkt. Wir hatten in Husum nur einen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl und wir wollten eine größere Auswahl. Zu einer Wahl gehört eine Auswahl. Deshalb hat der Wirtschaftskreis die Anzeige geschaltet. Husum sucht den Bürgermeister. Und die Bewerber konnten sich bei einem Bürgermeister-Casting den Husumern präsentieren. Ganz locker und launig, mit lustigen Fragen und Antworten. Sind Sie ein Zocker, Herr Harnisch? Ja. Drei Adjektive zu sich selbst? Liebenswert, manchmal ein bisschen verrückt und manchmal ein bisschen mehr verrückt. Eine verrückte Show. Ich war der Meinung, dass ich wohl so eine große Fangemeinde schon habe, dass ich hier ein Poster zu Hause haben will. Wohl nicht jeder. Die Wirtschaft sucht den Bürgermeister für diesen Stuhl. Komischerweise hat ein Kandidat ein Problem damit. Durch diese Kampagne wurden Grenzen überschritten, die nicht hätten überschritten werden dürfen. Wie weit darf Wirtschaft auf Politik und auf Verwaltung einwirken? Ach was, es wird doch kein wirtschaftsnaher Bürgermeister gesucht. Natürlich ist der Wunsch da, dass wir auch einen wirtschaftsnahen Kandidaten mit dieser Suche finden könnten. Na, jedenfalls hat die Anzeigenkampagne der Stadt eine Flut interessanter Bewerbungen beschert. Da melden sich natürlich Leute, die gerne wieder arbeiten möchten. Und so ist es eben auch passiert, dass sich Leute beworben haben, die eigentlich ganz berufsfremd sind. Einer der 6 Kandidaten im Bürgermeisterwahlfinale ist übrigens Herr Wojenko. Der gebürtige Pole ist gerade arbeitslos und hat etwas Zeit. Könnte man Husum als Aktiengesellschaft verstehen? Das heißt? Das heißt Wirtschaftsnähe auf Polnisch. Husum braucht einen polnischen Bürgermeister, weil die Geschichte zeigt, wir kennen es. Da freut sich ganz Husum. Von dem Casting halten wir nicht ganz so viel. Das ist albern, ne? Meiner Meinung nach ist das Verarschung. Husum sucht den Superbürgermeister. Wenn da jetzt noch einer singen könnte. Also, für die Dänen läuft es ja im Moment so richtig toll. Also ungefähr genauso toll wie für die Griechen, bloß mit schlechtem Wetter. Die Dänen planen doch in 1-2 Wochen die Grenzkontrollen wieder einzuführen. Und das trotz des Schengen-Abkommens. Ja, da haben die Dänen wohl gesagt, komm, das Schengener Abkommen, das schenken wir uns. Das kam bei der EU natürlich nur so mittelgut an. So, und jetzt ist auch noch der Regisseur Lars von Trier, der halbwegs einzige Weltstar aus Dänemark, sagen wir mal, ein kleines bisschen nach rechts ausgerutscht. Schauen Sie mal hier, das hat Lars von Trier bei den Filmfestspielen von Cannes gesagt. Ich verstehe Hitler. Er ist nicht das, was man einen guten Kerl nennen würde, aber ich verstehe vieles von ihm und sympathisiere ein bisschen mit ihm, ja. Und nachdem wir das gesehen haben, dachten wir, hey, eigentlich ist die Idee von den Dänen, die Grenze dicht zu machen, gar nicht so blöd. Nur andersrum. Zusammen mit, ja. Wenn Sie wollen, dann klatschen Sie doch. Zusammen mit Tobias Döll habe ich deshalb einfach die Grenze von Dänemark nach Deutschland dicht gemacht. Bitte schön. Die deutsch-dänische Grenze. Meine Kollegen und ich errichten hier einen Kontrollposten. Die Dänen kommen uns nicht mehr so einfach ins Land. Offene Grenzen, Schnee von gestern.
Dänemark will ja jetzt auch wieder kontrollieren. Und was die können, können wir schon lange. Entschuldigung, Sie kommen aus Dänemark? Haben Sie ein Tagesvisum dabei? Ein Tagesvisum? Ja. Nee, Schiffe. Sind Sie ein Wirtschaftsflüchtling? Nein. Haben Sie vor, in Deutschland Asyl zu beantragen? Auch nicht. Wollen Sie Bier einkaufen? Nein. Sondern was wollen Sie einkaufen? Fleisch. Unser Fleisch vergessen. Haben Sie noch jemanden unterm Auto, den Sie reinschmuggeln? Nee. Ey, haben Sie noch mal Glück gehabt. Sie haben jetzt kein Tagesvisum. Warum haben Sie keins dabei? Tagesvisum? Ja. Was ist das? Es gibt jetzt in, hier an der Grenze auch Grenzkontrollen. Schengen ist ja aufgekündigt worden. Ohne Visum kommen Sie nicht mehr rein. Wir nehmen uns dann ein Beispiel an den Dänen. Okay, ja. Wir patrouillieren im Grenzgebiet. Und was entdecken wir da? Lala, wir müssen hin. Sind Sie aus Dänemark? Ja. Ja? Wie sind Sie über die Grenze gekommen? Sprechen Sie Deutsch? Nein. Ah. It's not allowed for the Danish people to come over the border anymore. What? Wir haben eben auch Angst vor allem, was über unsere Grenzen kommt. Dafür sollten doch gerade die Dänen Verständnis haben. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein. Dass man jetzt auch kontrolliert in Deutschland? Nein, das hat man nicht. Aber Sie haben doch auch das eine Regierung, die kontrolliert. Kein Kontrolle. Ja, aber Sie kennen das doch. Ja, das ist nicht meine Regierung. Ich weiß, ich komme aus Dänemark, aber ich habe nicht dafür für diese Regierung gekreuzt. Aber die meisten Dänen haben das ja wohl gemacht. Ja, aber das kannst du doch nicht mit, wie sagt man? Mit gehangen, mit gefangen. Ja, mit welcher Schleuserbande sind Sie über die Grenze gekommen? Auf der Moselweg. Der Moselweg? Ja. Also, das geben Sie jetzt so offen zu? No. Das ist nicht erlaubt. Sie dürfen nicht einfach nach Deutschland einreisen. Mit Kontrolle alleine kommen wir hier nicht mehr hinterher. Bevor hier noch Lager für dänische Wirtschaftsflüchtlinge entstehen, machen wir die Grenze lieber komplett dicht. Ist dicht. Die deutsch-dänische Grenze kann nicht mehr befahren werden. Tut mir leid. Alles ist dicht. Fahren Sie nach Hause, grüßen Sie Ihre Kinder, aber Sie kommen hier nicht mehr durch. Ach, europäische Reisefreiheit wird eh überbewertet. Dieser Film war übrigens unser Beitrag zur aktuellen Themenwoche in der ARD mit dem Titel Der mobile Mensch. Ja, tolle Idee. Wir freuen uns, dass wir da mitmachen durften. Beim nächsten Mal vielleicht ein noch spannenderes Thema. Wie wäre es mit richtig ein- und ausatmen? Das wäre doch mal ein Thema, liebe ARD. Naja, egal. Wir kommen mal wieder zum Liebesbrief der Woche. Endlich wieder da. Eine Mail hat mir die Redaktion gegeben, besteht auch nur aus einem Satz. Wer traut sich das zu? Gut, dass sich so viele melden. Hallo, hallo. Nein, das wird auch langweilig. Ja? Ich gehe einfach mal hier rein. Guten Tag. So, einfach mal vorlesen. Bitte schön hier den Satz, den wir da markiert haben. Laut. Bitte sagen Sie doch mal Ihrem Moderator, er möchte nicht ständig auf den Tisch klopfen. Danke. So. Von wem ist das? Herr Kurt. Ja, lieber Herr Kurt, ich verspreche hier mit hoch und heilig, nie wieder auf den Tisch zu klopfen. Wirklich. Also ich verhänge selbst ein Klopfmoratorium. Obwohl, es gibt auch viele Fans von meinem Geklopfe, glaube ich. Ne? Also für viele ist das der einzige Grund, diesen Mist hier überhaupt einzuschalten. Ja, und für genau die haben wir jetzt einfach mal ein Best-of meiner auf den Tischklopfer zusammengefasst. Bitteschön. Letzten Sonntag, die den Hals nicht vollkriegen, eine Kuschelrevolution, wirklich gesagt. Die hat der gute Karl Theodor ganz zufällig mit dem letzten Bundesligaspieltag richtig aufwärts für die FDP. Eine fröhliche Osterzeit, seinen eigenen Willen. Times, they are changing. Als ich das gelesen habe, habe ich beschlossen, Merkel hat doch keinen Bock mehr. Gute Nacht und tschüss. Danke. Was sonst noch so war.
Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichtensendungen von Matthias Grübel. Ja, ja, Dominik Strauß-Kahn. Was für ein schmuddeliger, schmieriger Sexskandal. Sexskandal. Ein Skandal mit wahnsinnig vielen pikanten Details. Oh la la, pikante Details. Auf den Straßen von Paris gibt es kaum ein anderes Gesprächsthema. Es gibt Sondersendungen, es gibt Sonderseiten in den Zeitungen. Viele Menschen sind fassungslos. Ja, aber manche sind begeistert. Ich habe 25-30% mehr Zeitungen verkauft. Eine solche Affäre pro Monat, das wäre gut für uns. Nächstes Thema, die Bundeswehrreform. Bundeswehrreform? Der Dings von und zu Bums hatte doch schon alles genau durchgerechnet. Die Wunschzahlen, die ich vorgefunden habe, passten mit den Planungen zur mittelfristigen Finanzplanung unter keinem denkbaren Gesichtspunkt zusammen. Was heißt das jetzt für die Jungs mit den komischen Mützen? Wir haben für die Zahl der Soldaten und unseren Auftrag zu viele Stäbe und damit auch zu viele Generalsterne. Zu viele Häuptlinge und zu wenig Indianer. Dann müssen wohl schnell ein paar Indianer her. Freiwillige vor. Ich möchte zur Bundeswehr gehen, weil mein Kollege auch zum Bund geht und er dieselben Probleme hat und weil man gut Geld verdienen kann. Was sind das für Probleme? Kein Schulabschluss. Na und? Hauptsache es gibt geile Korn, Digga. War sonst noch was? Ach ja. Schöne Scheiße. Großalarm in Hannover. Staatsbesuch oder was? In Hannover wurde nämlich der ehemalige Hausherr vom neuen Hausherrn begrüßt. Ach, der neue Hausherr von Hannover, der MacGyver, McDonald's, Mac was auch immer, begrüßt den obersten Seitenscheitel der Republik. Und was sagt er so, der Bundespräsi? Er kam an und sagt, Tag Hartmut. Und was hat er gesagt? Tag Hartmut. Sagt zum Hartmut, einfach Tag Hartmut. Verrückter Typ, dieser Freund. Für Fans von Verschwörungstheorien ist gerade eine echt tolle Zeit. Ist Osama Bin Laden wirklich tot oder hat er sich nur nach Chile abgesetzt und spielt da den lieben langen Tag Backgammon mit Margot Honecker? Oder Strauß-Kahn, ist er als Direktor des Internationalen Währungsfonds wirklich über ein Zimmermädchen hergefallen? Oder war es ein von langer Hand geplantes Manöver vom politischen Gegner? Oder hat Strauß-Kahn vielleicht etwas mit Franz Josef Strauß und Oliver Kahn zu tun? Man weiß es nicht. Ja, ich frage mich ja, wie entstehen eigentlich solche Verschwörungstheorien? Und wie setzt man selber eine coole Verschwörungstheorie in die Welt? Es reicht ja nicht, wenn man sagt, Westerwelle ist doof. Das bezweifelt ja keiner. Naja, höchste Zeit, dass die Sendung mit dem Klaus Antworten liefert. Ein Film von Olli Durke und Alicia Anker. Kann das Zufall sein? Ach und Krachgeschichten. Heute Verschwörungstheorien. So wie die hier. UFO-Sekte will jetzt Hitler klonen. Super. So eine Verschwörungstheorie ist voll praktisch. Kannst du alles mit erklären. Weißt du mal nicht, warum du deinen Job verloren hast? Liegt natürlich nicht daran, dass du immer stinkst, gerne Schnaps trinkst und in Strapsen zur Arbeit kommst. Nee. Hinter deiner Kündigung steckt natürlich eine fiese Verschwörung. Wird dein Chef nämlich von scientologischen Illuminaten gelenkt. Der Name, kompliziert in Zahlen umgerechnet, die alte Telefonnummer von Bin Laden ergibt. Ist doch logisch. Und was braucht man für so eine Verschwörungstheorie? Klar, gehst du erstmal ins Internet. Oh, natürlich inkognito. Und ganz wichtig, mit einem falschen Namen. Sag mal, geht's noch, Harald? Nimm mich Judah 82. Und hinterher, nicht vergessen, schön deine Spuren im Internet verwischen. Genau so. Dann brauchst du noch einen besonders großen Taschenrechner, bei dem, egal was du eintippst, immer 23 rauskommt. Denn 23 gehört zu jeder guten Verschwörungstheorie. Guck mal.
ist alles 23. Mein Geburtstag, 2, 3, 14 plus 9 sind... 23. 23. Und 5 plus 18 sind auch 23. Oh mein Gott. Und natürlich brauchst du den Plattenspieler, um versteckte Botschaften in Rocksongs zu entdecken. Deine Frau geht seit Jahren mit dem Briefträger fremd und hat 23 Warzen. 23? Dann kann bei der verschwörungstheoretischen Prüfung nichts mehr schiefgehen. Und Start. Die Amerikaner waren nie auf dem Mond. Und die Lösung ist natürlich... 23! Und zack, bist du Diplom-Verschwörungstheoretiker. Toll. Und nächste Woche, Verschwörungstheoretiker decken auf. Doch nicht tot. Bin Laden nimmt am nächsten Eurovision Song Contest teil. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. So. Meine Damen und Herren, wir haben übrigens auch eine Verschwörungstheorie für Sie. Schauen Sie mal hier. Also das hier ist Otto Rehhagel als Trainer von Werder Bremen und das hier als Trainer in Griechenland. Und jetzt denken Sie mal nach, ne? Schulden in Bremen, Schulden in Griechenland. Zufall? Nein. Ja, ich frage mich ja wirklich, in Europa wird so viel Geld ausgegeben. Irland, Portugal und Griechenland kriegen Milliardenbeträge. Aber hat schon mal irgendeiner an Bremen gedacht? Bremen ist so arm, die haben sich schon seit 12 Jahren keinen neuen Bundesliga-Trainer mehr geleistet. Naja, vielleicht wird in Zukunft alles besser. Heute wurde in Bremen jedenfalls eine neue Bürgerschaft gewählt. Und deshalb schalten wir jetzt schnell und live zu unserem Statistikexperten Klaas Butenschönborn ins Extra-3-Wahlstudio. Klaas, was gibt's denn Neues? Ja, Tobias, uns liegen aktuelle Zahlen vor und danach sieht es so aus, als hätte mal wieder die SPD die Bremer Wahlen gewonnen. Und deswegen haben wir mal die Wählerinnen und Wähler gefragt, warum haben Sie Jens Börnsen von der SPD gewählt? Und hier ist das Ergebnis. 18% sagten, oh, Entschuldigung, da habe ich mich wohl verwählt. 21% meinten, naja, von den anderen Vögeln kannte ich halt keinen. Und 58% sagten, ich war zufrieden mit der Arbeit der Bremer SPD. Immerhin hat sie weniger Schulden angehäuft als Griechenland. Nun gut, kommen wir zu den Grünen. Spitzenkandidatin Caroline Linnert hat ja im Wahlkampf auf ihr ganz persönliches Zukunftsthema gesetzt. Lockt es nicht, Ministerpräsidentin zu werden? In meinem nächsten Leben werde ich sowieso Prinzessin. Das ist noch viel schöner. Tja. Und deswegen wollten wir von den Bremern wissen, was möchten Sie im nächsten Leben werden? 22% sagten, wenn die im nächsten Leben eine Prinzessin ist, dann will ich nicht wiedergeboren werden. 27% sagten, ich würde gerne CDU-Bürgermeister in Bremen werden. Ja, ich weiß, ist zu unrealistisch. Und 51% sagten, mit Werder Bremen deutscher Meister. Ja, ich weiß, das ist noch unrealistischer. Insgesamt zeichnet sich in Bremen eine geringe Wahlbeteiligung ab. Deswegen haben wir speziell die Nichtwähler gefragt, warum haben sie nicht gewählt? 5% sagten, Gegenfrage, wozu braucht man überhaupt Wahlen in Bremen? 12% antworteten, Gegenfrage, wozu braucht man überhaupt Bremen? Und 83% sagten, ich wollte ja wählen gehen, aber ich stand im Stau auf der A1. Und damit zurück zu dir, Tobias. Danke, Klaas. Ach ja, was war das für eine spannende Woche, oder? Endlich hat uns die Reaktorsicherheitskommission mitgeteilt, wie sicher unsere Atomkraftwerke wirklich sind. Und das Ergebnis dieses Stresstests, manche Atomkraftwerke würden laut Ergebnis der Kommission noch nicht mal ein kleines Sportflugzeug aushalten, geschweige denn einen Papierflieger. Aber das ist noch lange nichts gegen das AKW Brunsbüttel hier bei uns im Norden. Ja, das hat, Achtung, Zitat Norbert Röttgen, keine nachgewiesene Sicherheitsauslegung. Ja, klingt vertrauenerweckend, oder? Also ich glaube, jede windschiefe Gartenlaube in Dithmarschen ist stabiler als unsere Atommeiler. Aber keine Sorge, sollte doch mal was passieren, gibt es ja immer noch das hier, meine Damen und Herren, den offiziellen Erste-Hilfe-Koffer für Atompannen. Den hat die Reaktorkommission jetzt nämlich gleich mit rausgebracht.
Wollen wir mal reingucken, was da drin ist? Ja, da gucken wir doch mal rein. Also, da ist natürlich das hier drin. Ja, erstmal hier. Tesafilm für Reaktorrisse. Dann natürlich auch hier eine Grillzange, falls Sie freiliegende Brennstäbe mal umdrehen müssen. Und ja, wenn Sie von der ganzen gefährlichen Strahlung mal sprüde Haut bekommen, dann benutzen Sie doch einfach das hier. Pferdesalbe. Und zum Schluss, oh, das ist natürlich auch ganz wichtig, hier, für Atombusen. können Sie bestimmt gut gebrauchen, oder? Irgendeiner kann es gebrauchen. Ja. Beschwerden bitte an die Redaktion für diesen Gag. So, und mit der Sicherheit unserer Atomkraftwerke hat sich in dieser Woche ja auch eine berühmte Fernsehshow beschäftigt. Johannes Büchs hat sie gesehen. Die Knopf-Off-Show. Willkommen zur Sendung mit den verrücktesten Ideen. Heute zeigen wir Ihnen eine Erfindung der deutschen Kernkraftwerkbetreiber. Dieser Apparat soll die Bevölkerung über die Risiken der Atomkraft aufklären. Unsere Kernkraftwerke sind sicher. Unsere Kernkraftwerke sind sicher. Nun, weil aber mit der Zeit der Apparat seine Wirkung verloren hat, musste man nachrüsten und hat folgende Maschine konstruiert. Unsere Kernkraftwerke sind nach Maßgabe dessen, was wir wissen, sicher. Ja, aber auch diese Maschine konnte die Bevölkerung nicht wirklich überzeugen. Deshalb hat man schließlich doch echte Menschen für die Aufgabe engagiert. Die sogenannte Reaktorsicherheitskommission. Allerdings haben Forscher herausgefunden, dass das Wort sicher im Zusammenhang mit Atomkraft so unglaubwürdig klingt. Ja, danke. Danke. Deshalb hat die Kommission für das Wort sicher einen Ersatz gefunden. Es gibt einen großen Robustheitsgrad für die Anlagen. Ich spreche von Robustheit und Robustheitsreserve. Die Robustheit, Robustheitsgrad, sehr robust ausgelegt sind, deutlich robuster. Auch ein hoher Robustheitsgrad erreicht wird. Wie groß der Robustheitsgrad eines deutschen Kernkraftwerkes ist, testen wir jetzt mit diesem von Terroristen entführten Flieger. Ja, Herr Schmidt, dann starten Sie mal bitte. Hui, jetzt gegen das Kernkraftwerk. Hui, hui. Ja, was sagt denn da die Kommission dazu? Für einige Anlagen haben wir aber auch deutlich festgestellt, dass sie, auch gerade von den Baustrukturen her, diesen Flieger nicht ertragen können. Ja gut, irgendwas ist immer. Deshalb haben sich die Kernkraftwerksbetreiber noch etwas einfallen lassen. Ein neues Maskottchen soll uns überzeugen, dass Atomkraft völlig harmlos ist. Das hier ist Bruno der Brennstab in den Greenpeace-Farben. Übrigens, er kann für jeden Kindergeburtstag kostenlos gebucht werden. Ein lustiges Kerlchen. Aber nicht nur unsere Atomkraftwerke hatten einen gnadenlosen Stresstest zu überstehen. Auch unser heimliches Extra-3-Maskottchen Rainer Brüderle, der neue Fraktionsvortänzer der FDP, wirkte diese Woche irgendwie gestresst. Meine Damen und Herren, auch hier müssen die Dinge so gestrickt werden, dass sie Sinn machen. Ja, wir steuern um. Ja, wir erhöhen das Tempo. Aber wir sind die einzige Partei, die den Verstand noch im Kopf hat und die Ehrlichkeit gegenüber der Bevölkerung bewahrt. Umsteuern mit Verstand und Ehrlichkeit und nicht wieder die Menschen in Deutschland kaufen. Das muss deutsche, freie, demokratische, liberale Politik sein. Hey Rainer, kein Stress, ja? Alles wird gut. Apropos gut, was kann man innerhalb von 3 Monaten nicht alles Gutes schaffen? Eine Weltreise, ein kleines Haus bauen oder vielleicht sogar eine Doktorarbeit fälschen. Und was hat das Hamburger Landeswahlamt innerhalb von 3 Monaten geschafft? Es hat eine Nachwahl für 450 Hamburger organisiert. Wahrscheinlich mit Ach und Krach und 300 Überstunden. Ja. Warum das Ganze? Bei der Bürgerschaftswahl vor 3 Monaten, die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern, hatten 450 Hamburger falsche Stimmzettel bekommen. Und diese 450 Hamburger durften jetzt endlich nachwählen. Ja genau, jetzt schon. Ganze 3 Monate später. Der reale Irrsinn von Janina Kalle. Das Wahllokal 71006 am vergangenen Sonntag.
Hier wird Hamburgs Bürgerschaft gewählt. 3 Monate nach der eigentlichen Wahl warten die Wahlhelfer auf 450 Bürger aus Hamburg-Harburg. Die hatten beim letzten Mal ein kleines Problem mit ihren Stimmzetteln. Am 20.02. sind Stimmzettel vertauscht worden. Es ist in den beiden Wahllokalen mit Stimmzetteln aus einem anderen Wahlkreis gewählt worden. Und wegen dieser Verwechslung gibt es nun eine Nachwahl. Nur 3 Monate später. Und bis 16 Uhr haben auch schon einige gewählt. Fünf Personen haben bis jetzt heute gewählt. Wir warten. Ja, gut. Die anderen kommen bestimmt gleich noch. Schließlich freuen sich die Harburger schon seit 3 Monaten auf ihre Nachwahl. Es wäre sinnvoll, das wirklich innerhalb eines Monats zu machen. Dann hat man noch aus der Presse und so weiter die Beiträge präsent und kann sich erinnern. 4 Wochen später wäre angemessen, das würde ich machen. 3 Monate ist mir zu lang. Die Leute haben ihre eigenen Probleme, ihren Tagesstress. Dann können sie sich um solche Dinge nicht mehr kümmern und das vergessen sie dann. Es ist dann einfach aus dem Leben heraus. Deswegen sollte man so eine Nachwahl möglichst schnell nach der Wahl machen. Es war ja auch schnellstmöglich. Die gesamte Verwaltung hat so schnell wie möglich gearbeitet. Die Bürgerschaft hat die Wiederholungswahl beschlossen und eben auch den Umfang der Wiederholungswahl. Und der Senat hat daraufhin den Termin festgelegt. Und dann war die Verwaltung wieder dran und hat die Vorbereitung für diese partielle Wiederholungswahl getroffen. Und wenn die Bürger dann nicht wählen gehen, kann die Verwaltung auch nichts dafür. Schade nur um das schöne Steuergeld. Wahlhelfer-Druckkosten, das ist ja auch nicht ganz billig. Ja. Dürften rund 12.000 Euro sein, ja, um die es da geht. 12.000 Euro Steuergeld. Da muss eine erfahrene Wahlhelferin lange für stricken. Aber die Zeit hat sie ja. Haben Sie das mitbekommen mit der Ergo-Versicherungsgruppe? Hier das Logo. Ja, die haben ja ihren besten Verkäufern eine schöne Reise nach Ungarn spendiert. Den Preis mit drin, 20 Prostituierte. Ist doch schön, oder? Tja, und weil die Nummer so gut angekommen ist, plant die Ergo-Versicherungsgruppe jetzt sich umzubenennen in Eros-Versicherungsgruppe. Und meine Damen und Herren, jetzt reicht's auch. Wir sind raus, das war's, fast. Denn jetzt kommt noch eine neue Folge, neulich im Bundestag. Danach gibt's den Sportclub. Und wenn Sie dann noch wach sind, dann gehen Sie bitte auf www.x3.de. Da gibt's die ganze Sendung zum nochmal gucken. Bis nächste Woche. Und tschüss, Dankeschön. Thema heute ist mal wieder die Gesundheitsreform. Das Wort hat der Abgeordnete Angelika. Gib Stulle, Süße. Gesundheitsreform ist mir total Latte. Das kann doch nicht angehen, dass wir uns um das normalsterbliche Bürgerpack kümmern, solange ich hier von euch kranken Schwachmaten umgeben bin. Wohl gesprochen, Eure Majestät. Hier im Saal herrscht vielerlei Krankheit. Mir geht's gut, aber der Kollege hier ist ganz komisch. Mir ist auch nicht gut. Bin auf der Ü80-Party versackt. Ich bin depressiv, aber trotzdem heiter. Mäuschen, deine Diätpillen sind da. Ich will ein Schnitzel. Na gut, dann esse ich den Karton selber auf. Ich nehme ja Tabletten gegen meine Humorlosigkeit. Das ist ja traurig. Ich halte es mit Sport und Bewegung und habe dementsprechend gestern meinen Leibwächtern beim Kickboxen die Fresse poliert. Wie schafft sie das nur, Kanzler, Hausfrau und Unschuldige verdreschen? Ihr seid mächtig, Majestät, doch wir Gesindel wissen uns allein nicht mehr allein zu helfen. Und deshalb habe ich einen Bundeshausarzt ernannt. Der Plastischchirurg Dr. Watzlaw Czerczynski wird euch nach seiner abgebüßten Haftstrafe exklusiv zur Verfügung stehen. Schnitzelknicker, was? Ja, Quarksalber kann uns auch nicht helfen. Sicherlich nicht, aber der schreibt euch alle krank und ich kann endlich ganz alleine herrschen. Jawohl! Also, Applaus! Ich liebe die neue Gesundheitsreform!